Hallo und willkommen zurück zu Silence. Wir stehen hier immer noch in diesem tollen Lavakrater. Kann auch ein Meteorit gewesen sein. Nicht zu nah ran. Gibt nur Brandblasen. Ja. Nicht zu nah was ran. Was für welche? Gibt nur Brandblasen. Ein Stein von vielen. Ein Stein von vielen. So, dann gehen wir mal weiter. Hier gibt es anscheinend noch nicht so viel zu erledigen. Vielleicht müssen wir noch irgendwie wieder einen Topf Suppe aufsetzen oder so. Also warm genug wäre es dafür, denke ich mal. Ja, bloß nicht direkt auf die Feuerstelle, ansonsten hast du weder Suppe noch Topf. Oh, ein Sucher. Alter, Entdeckung! Entdeckung, sagte ich. Wohin? Entdeckung. Zurückziehen. Weitergehen. Schnell ein Stück zurück. Schön, was mache ich gegen den? Ich habe keinerlei Waffen oder so. Ein brennender Stock, oder? Ich habe doch nicht mal einen Stock. Verdammt! Reedy! Irgendwas ist passiert! Ich muss zurück! Ach du Scheiße. Was schmeißt jemand mit Meteoriten? Ich weiß es nicht so genau. Vielleicht beides. Bombenmeteoriten. Ja, ich warte. Nu? Kyra, wo sind die beiden hin? Noah, wo bist du? Was mache ich denn hier? Er ist nicht da. Keine Sorge, ich passe auf euch beide auf. Ach so, mit beiden ist bestimmt Spot gemeint. Spot? Mein kleines grünes Baby. Kleines grünes Baby? Ist da noch irgendwas in der Kiste vielleicht? Eine Spieluhr. Wie schön. Oh, eine Spieluhr. Wow. Ja, Spieluhr. Mhm, genau. Ich habe keine Zeit zum Spielen. Ich muss regieren. Alter, eine Spieluhr. Such mal irgendwas anderes daraus. Aha, ganz unten haben sie die Pistole versteckt. Na super. Die sieht gar nicht aus wie eine echte. Ob die überhaupt schießen kann? Ja, besser nicht. Na super, man kann es nicht abbrechen. Das ist super. Ja, ganz schön Rückschlag, wa? Meine Herren. Ja, doch, nee, Moment. Rückschlag. Ich glaube, das war richtig. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Rückstoß. Aber ich... Ein was ist ganz passiert? Rückstoß. Gar nichts. Fehlalarm. Sie ging ganz von selber los. Oh, Luini, ich habe ja so einen Schreck gekriegt. Das wollte ich nicht. Hast du Janus gefunden? Nein, aber den Krater, den er erwähnt hat. Seine Pfeife und sein Vogelsymbol auf einer Tür. Dann warst du auf dem richtigen Weg. Los, wir brechen sofort auf. Aber da war ein Sucher. Den müssen wir aus dem Weg räumen. Ich weiß wie. Wir könnten eine Falle bauen. Ich habe eine bessere Idee. Wieso nicht? Das ließe sich bewerkstelligen. Hallo? Hört ihr mich gar nicht? Bla 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 bla. Sei doch still! Du lockst sonst die Sucher an. Aber sie können mich gar nicht hören und sehen. Die Sucher sind blind. Sie können gar nichts sehen. Ich meine doch, er nimmt mich nicht wahr. Weißt du nicht mehr, Sam? Natürlich nicht. Du bist ein kleines Mädchen. Genau. Und wir beschützen dich. Genau. Aber... Wir machen ihn auf uns aufmerksam und locken ihn so in den Wald. Wie wird das mal noch, wenn Erwachsene nicht zuhören wollen? Ein Loch im Boden, das wir abgedeckt haben. So sind sie. Vergiss nicht, dass sie blind sind. Ach ja. Ach, das lasse ich besser. Wie kann man ein Loch im Boden? Ich habe keine Zeit zum Spielen. Ich muss regieren. Spot. Ja, Spot kann ich nicht.
Spiel. Ich bin sicher, die Sucher bemerken mich gar nicht. Genauso wenig wie ihr beiden. Komm, Spot, wir befreien Janus. Sie nimmt Spot automatisch mit. Okay. So, dann rollen wir mal. Deswegen auch die kleine Lücke, weil sie höchstwahrscheinlich zu schwach ist, die große Tür zu bewegen. Höchstwahrscheinlich muss ich jetzt das Wasser wieder stoppen, damit der Pilz da weg verschwindet. Weg verschwindet. Also, naja, ne? Wow! Toll, gleich ist sie auch stoned. Na super. Hey Pilz, warum wächst du ausgerechnet da? Ich sag's dir ungern, aber du störst. Hey Pilz. Wieso ist er angebunden, wenn er doch aus Stein ist? Ja, gute Frage. Los, komm, Schiebetür. Sonst wird im Leben nichts. Die geht bestimmt. Siehst du, das ist die Erwachsenentür. Ruine? Das muss die Bergruine sein, von der nur. Ja, warte mal. Spot. Chris. Nu? Nee. Weigert sich wohl. Spot. Meinst du, der könnte dir schmecken? Na? Alter. Hab ich mir gedacht. Und ich dachte irgendwie, ich muss jetzt den Kettenhund und bla bla bla. Nein, Spot frisst den Pilz einfach. Manchmal ist es gut, klein zu sein. Eine hungrige kleine Raupe. Das ist unfassbar. Weg. Tja, manchmal ist die einfachste Lösung doch die beste. Ja. Oh, Spotty, armes Ding. Schnell an die Luft mit dir. Von hier aus muss ich dann alleine weiter, oder? Oh, das kenne ich. Ich glaube, die Trompete ist kaputt. Das ist ja ulkig. Das ist total verstimmt. Ich bin die Banjo-Königin. La 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 la. Ich werd mal Sängerin. Herrje, die wächst ja aus einem Kronleuchter. Keine Ahnung, wie ich jetzt hier weiterkomme. Oh je, das kriege ich kein bisschen auf. Durchquetschen? Oder so? Die steht direkt am Eingang, wie ein Wachhund. Der klemme ich das Wasser ab. Ja, vielleicht muss ich doch das Wasser abklemmen. Ui, davon hat Noah gar nichts erzählt. Die armen Schlangen. Wir helfen euch, sobald alle Blumen zu sind. Dann muss Bot nämlich nicht mehr niesen. Leichter gesagt als getan, also dann muss ich das Wasser doch abklemmen. Gut, Ha, cool, Laubhaufen. Mal gucken, was sie da drin so findet, wenn sie was findet. Juhu, Laubhaufen! Okay. Und der Laubhaufen? Das Schönste am Herbst ist das Laub. Hinter dem Waisenhaus war ein ganzes Feld davon. Hoffentlich machen sie nächstes Jahr ein Erdbeerfeld raus. Kannst du mir helfen, den von hier wegzuschieben? Ich will hier jetzt irgendwie dahinter klemmen oder so. Oder drunter halt. Genau, das ist genau sowas passiert. Gut gemacht, Spotty. Spotify. So. Ah, ist das schwer. Zack, und weg.
So. Gut, dann können wir jetzt vermutlich rein. Okay. Was haben wir abgeklemmt? Punkt. Nächster Punkt. Ja, wie kriege ich den Fensterladen ohne Fensterladen? Das Fenster ohne Fensterladen dicht. Spot, du kannst kommen. Die Blume am Eingang ist schon mal zu. Kann er sie fressen? Warte am besten hier. Ich rufe dich, wenn ich dich brauche. Geh da nicht zu nahe ran. Oh, wie niedlich, der Kleine. Der kleine Wagen. Das kriegst du bestimmt auf, wetten? Oder so. Plan B. Mach dich locker. Komm, Spotty, da krabbeln wir durch. So. Jetzt ist das erste auch wieder ein Dingens. Schau mal, Spotty. Ja, das Ding, was halt abgebrochen hat. Ein Wasserspeier, genau. Hoi! Ach so, das Gitter klemmt. So geht's. Hurra! So, jetzt müsste doch eigentlich wieder aus dem... Genau. Eine Metallstange werden. So, wie kriege ich jetzt das letzte doofe Ding da aus? Blumen brauchen Sonne. Eine Gardine muss her. Eine Gardine? Muss ich denn eine Gardine herkriegen? Denkst du, was ich machen könnte? Spot da vorhängen. Den kann ich doch nicht da hängen lassen die ganze Zeit. Tut mir leid, Spotty. Wird nicht lang dauern. Ja, was sagst du? Und weg. Und Schluss mit der Musik. Kann ich jetzt wieder mitnehmen? Bestimmt nicht, wa? Na, geht wieder los, oder? Ja. Da war nur ein Test, da war nur ein Test. Hey, Spot hier geblieben. Du musst gleich wieder ans Fenster. Ans Fenster mit dir. Tut mir leid, Spotty. Wird nicht lang dauern. Ich schwöre. Ja, die Szene kennen wir schon. Mach fertig. So, dann kann ich jetzt hier hoch. Hä? Wo sind denn die Schlangen hin? Komisch, jetzt sind da Sprossen, die direkt zur Tür raufführen. Danke, liebe Schlangen. So, können wir ja hier mal das Fenster gucken. Wow, ja. Das zieht aber. Mach Fenster zu. Achso, macht sie jetzt auch. Spotty muss auf jeden Fall mit. Und nu? Ah, okay. Das macht Spot ganz von allein. Aber die Sprosse ist immer noch eine Sprosse und keine Schlange. Komm, Spotty, wir gehen. Na gut, was soll's. Egal.
nicht ein. Spot. Ach. Versteck dich, Spotty. Mal sehen, ob er mich wirklich nicht bemerkt. Ganz leise. Buh! Yay! Es klappt, Spotty! Versteck dich weiter hinten. Ja, gut. Ich würde mal sagen, mit dem Yay machen wir jetzt Pause. Also, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.